So, Alter, keine Ahnung, was da gerade mit Mobile los ist. Ich habe die Aufnahme gestartet, aber das Ganze 5 Sekunden gebraucht zum Starten, keine Ahnung warum. Aber willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Glazed. Jolteon, finish her, Skarmory auf with Thunder Fang. Warum schickt sie das überhaupt rein gegen Blitzer? Huhu, you did great, Jolteon. Spectacular, come on and rest inside your Pokéball. You're doing great, Chell, really, just keep practicing. Can you promise? Oh hey, hiya! You were watching our battle, weren't you? I saw you. Did you see me take down that girl Skarmory? Did you? I'm so proud of my Jolteon. Wouldn't you be proud of it too? I'm Ty. I've been training with Jolteon to get really good horse. Been helping me. Do you want to see us battle? Do ya? Let's battle now. Let's go. Ich hab keine Ahnung, wer du bist, Bro. Kai, stimmt. Ach so. Alter, was ist das für ein Sprite? Wie gesagt. Hat er Evolutions, okay? Ich weiß nicht warum, ich muss aber gerade gehen aus irgendeinem Grund. Okay, es scheint die Sonne. Danke. Sehr nett von dir. Müssen wir sehr weiterliefern. Stirb jetzt. Als ob er schneller ist. Grasflöte trifft nicht. Ich glaube, Grasflöte ist auch zum Einschläfern. Bin mir aber gerade nicht sicher. Ich glaube aber schon. Schließlich. Jolteon, da kommt's ja jetzt. Ganz ehrlich, ich glaube, Shell hat lieber gegen den zu verlieren als gegen mich als Spieler. Ich fühle auch so ein bisschen leid, so. Ne? So ein kleines bisschen. Mehr aber auch nicht. So, wer kommt noch? Ich nehme mal an, Flamara Blitzer. Ja, Flamara Blitzer, Glaciola und dann würde ich hoffen, ne, wartet. Es sind dann fünf. Dann als sechstes könnte man entweder zwischen Psyana und Nachthara entscheiden oder man nimmt Felinara. Wenn es das Ding überhaupt im Game gibt. Ich meine, es gibt die drei Kalos-Starter, ne? Flammenwurf. Und mal sehen, wer dann kommt. Aber hätte er für die Nara, also würde sie das im Spiel geben und er hätte, dann hätte er es doch schon eingesetzt. Also wie soll man das Ding hier entwickeln? Das wäre ein bisschen schwer. Pokami gibt es hier nicht. Okay, Pokami gab es auch nicht in Prism, wo man hat die mal gebaut. Ja, ich bin gerade andauernd. Liegt aber auch daran, dass ich hier gerade um 11:30 aufnehme. Keine Ahnung, schon Prism weiß ich noch damals. Ich auch an solchen Uhrzeiten aufgenommen. War teilweise krank, da habe ich teilweise nach Mitternacht aufgenommen. Vaporeon. Ja, war den ganzen Mittag nicht da. Ich konnte morgens gerade mal einen Part Odyssey und einen Part Glazed aufnehmen. Part Odyssey habe ich dann komplett verpeilt, auch auf geplant zu stellen. Vor allem, warum muss irgendwie jetzt gefühlt jedes Wetter kommen?
Wir hatten am Anfang Regen, danach hatten wir Sonne, jetzt haben wir Hagel. Fehlt nur noch der Sandsturm, oder? Gibt's noch was? Aurora-Beam. Alter, geh nicht andauernd. Okay, er benutzt keinen Trank. Hat er nur einen oder was? Oder hat er den anderen schon gegen Shell benutzt? Weil sie zu stark war für ihn. Sie ist auch nicht gerade schwach so. Wenn ich auf demselben Level wie sie, würde ich schon sagen, dass das spannende Kämpfe wären. So, Flareon. Mhm. Ist auch das Pokémon, das man am ehesten einsetzen würde, wenn ein Pflanz-Pokémon draußen ist, ne? Neben Glaciola, ne? Weißt du noch, Glaciola war, glaube ich, ein Pokémon Prism, das einzige Gen 6 Pokémon, das da war. Das auch nur wegen Evoli. Ich glaube, es gab kein Gen 5 Pokémon. Prism war schon ein geiles LP. Ich glaube, das Spiel wurde nie komplett fertiggestellt. Und eigentlich, wenn ich so Pokémon Hack spiele, würde ich mir halt immer komplett fertig nehmen. Und okay, er hat Umbreon, schade. Andererseits hätte er Felidara, der ist ja eher anstelle von Blitzer gegen Zoroark eingesetzt, ne? Schade eigentlich. Weißt du, weiter Effekte, die durch Fähigkeiten kommen, die können, die sind glaube ich unendlich lang bis Gen 4. Und ab Gen 5 da ist das dort auch die 5 Runden. Ne? Ja, doch müsste so sein. Das geht gerade andauernd. Critical hit, nice. Okay, die viele Pokémon Trainer Tai. Oh wow, I took down that Skarmory, but you are like loads better than me. Wow. Wow, you're strong too. We should be rivals. Yes, rivals. I'm traveling the Rancor region, or you? I'll meet up with you sometimes, okay? Yes? I better go find that girl again. She seemed real upset that I beat her. I feel bad. Well, bye. Have fun. See you later. Okay, haben wir unseren nächsten Rivalen. Den ersten, der ist ja schon weg. Unser lieber der Rival, der jetzt Champion der Tunort-Region ist. Ich habe schon seinen Namen vergessen. Ich will das Rockslide instant lernen lassen. Walter, mir wäre das System lieber gewesen. Ja, komm, Brick Brick war sowieso bei sowohl bei Osman als auch bei ihm nur vorübergehend halt. Walter, was ist das mit Forgotten Attack? Das war doch normalerweise immer eine TM. Gibt's dasselbe mit Finsaurer? So. Irgendwas mit Arceus. Stimmt, ich glaube, die Person gibt uns was Besonderes. Grün. Smitey Fine.
see you again. You remember me, right? One of the Jotelit four, of course. So die Stimme. If you are wondering why I'm here, well, I live here with my husband Watson. But you see this rock here? It's been here for years. I remember it being here even when I was a little girl. They say the stone is linked to one far away in Kalos. Allows you to mega evolve certain Pokemon. But you need one of these first. Haha, mega ring. That mega ring has hollowed out to area to place a mega stone. You can get one by interacting with the smaller red and blue rocks here. These rocks have a bit differently than normal mega stones. They are charged or permanent, but the stone itself loses the power after it's used. It, just bring it back here and charge it up again if you need it. Ja Leute, Mega-Entwicklung. Wusste, dass irgendwo im Center von der Stadt ist. Zuvor. Wie nutze ich das jetzt? Ich würde das jetzt gern bei Lucario nutzen. Okay. So ist er auch wie ein Mega Stone bekommen. Ich habe geplant, jetzt Lucario zu Mega zu entwickeln, ne? Den zu Mega Stone X. Mega Stone X ist halt nur für Glurak. Alter, ich schau mal, wie das geht, Leute. Bis gleich. So, hier. Ja, ein bisschen peinlich. Tänze Megastone. Na, hier ist es halt permanent. Ich habe keine Ahnung, warum es auf Osman und auf Lockerzocker nicht geht und auf Carbonat nicht. Weil soweit ich weiß, gibt es nur sehr wenige Pokémon, die Mega entwickeln können. Lucario ist eins davon und wir entwickeln es jetzt zu Mega Lucario. Mega Lucario ist sogar das einzige, das das gleiche Moveset behält wie Lucario. Also mit den Level-Ups. Jetzt haben wir das ultimative Lucario. Aber ohne Scheiß, warum können es die Höhenstarter nicht? Es gibt Lucario, es gibt die Glurak, es gibt die zwei Gluraks, es gibt Bisaflor. Turtok, aber warum? Nitro Isle Gym, wieder Tor. Der Gym-Teil ist blöd von the Rain. Hier ist eine Höhle. Mountain Dino. Ich bin gar nicht aufs Fahrrad aufgestiegen. Also das kam gerade random, ey. Und nur mal kurz diese kleine Höhle hier. Okay, vielleicht auch nicht, das ist ein Trainer. Gehen wir mal lieber in die Arena von Tor. Wollen wir uns mal sein Sprite ansehen, weil ich glaube, ja, das ist richtig geil, das Sprite. Ich nehme welchen Typ hat Thor? Ich würde vom Namen her würde ich Elektro sagen. Ja, Thor ist actually a Prince of Poison type. You need to solve three logic puzzles to beat his gym. Oder was? Welcome to Thor's gym. Why are you expecting an electric gym? Thor actually is a Poison type. Want one? Potions, wine, Warpack battle unlock. Want two potions? Wine, Warpop, Block, Battle, Unlock, Poison. Wine, Warp,
back, battle unlock, poison heal. Just the door was locked. Drink the out for a fight, safety decreases for each 8, if defeat you must concede, drink the heal release. Drinks. Wine war back, battle unlock. Extreme sent you here, or there are medals more than you can bear. Poison and twine or in a row, but two away and back you go. If you're itching for a fight, choose the fourth on the right. The fourth on the right. Wörtering. Sind jetzt alle irgendwie vergiftet? Als ob, Alter. Ich hab Vollheal. War der vierte von rechts. Bin ich eigentlich stumm? Na, ich benutze jetzt mal die Vollheal. Ich glaube, dass am Anfang sollte uns sagen, welcher weitergeht, welcher nicht. Das heißt dann, ist die links, die vierte von rechts. Das ist die links, das ist doch selbstverständlich. Aber das ist für ein Fight, Alter. For Science, halt die Fresse. Tentacruel. Alter, was ist das für Backsprite? Ich hab mir gar nicht sein seine Stats angesehen. Ohne Scheiß, ich habe eine richtige Bindung zu Mega Lucario. Mega Lucario war, wie für viele sicher auch, das erste Mega-Pokémon, das ich je besaß. Ne, und ich glaube, allein durch die Mega-Entwicklung wurde zu meinem Lieblings-Pokémon damals, Pokémon Y. Ne? Die erste Edition, die ich jemals gespielt habe. Damals war Lucario im Team. Und es hat einfach alles besiegt. Ich habe mich in dieses Pokémon verliebt. Ne, aber wir können ja mal nachschauen. Seine Stats. Jo. Alter, 314 Angriff, 267 Spezialangriff. Das ist selbst mehr Spezialangriff als Zoroark. WTF. Bruder muss ganz weit los. Der gönnt sich, Alter. Der gönnt sich ja richtig hart. Warum gibt es kein Mega Zoroark? Keine Ahnung, ich trick die jetzt random. Oder was sagt das nochmal? Antoine, Wine, Warp, Back, Battle, Unlock. Wine, Warp, Back, Battle, Unlock, Poison. So, das erste. Der erste war ja noch relativ einfach. Wenn sich nicht ändert. Ja doch, ändert sich nicht. Lass uns das nochmal an. Non in line or near its brother. Think an odd one, choose another. Wine and poison far away. Choosing blood will make you pay. Death and progress look the same. Purple back you the way you came.
Also ich muss hier rechts nehmen oder was? Ja. So habe ich das zumindest gedeutet. Jetzt müsste es jetzt. Oh mein Gott. Counterparts are red and green. One is poison, one will heal. If battle you want soon, search between the two maroon. Only one can restore HP, while two can reduct HP. Criticize my skill of rhythm, of rhyme, but don't bring the potion of bottle high. Come on. Ich schalte jetzt so mit Speed. Da, was ist das für eine Arena? Sieht wie mega strange, aber auch cool. Komm, nehmen wir die jetzt nicht random. Ach komm! Alter, Stringsprudel. Habe ich nach dem Rivalcup sowieso vergessen. Es gibt mir viel zu viele Rivalen im Spiel. Alter. Das ist keine Herausforderung für mein Lucario mit 300er Angriff. Oh mein Gott. Der wird alles zermöbeln. Aber ich glaube, Megapokémon können keine Move-Tutor-Attacken machen haben, ne? Aber ohne Scheiß, ich habe diesen Sprite für Mega Lucario zwar schon mal gesehen. So, als ich irgendwas nachgeschaut habe, Glazed, aber ohne Scheiße, sieht echt geil aus. Im Gegensatz zu dem von Delphox, von Phinexis, was ja auch Gen 6 ist, aber, Alter. Das ist der heilt, okay. But nothing happened. It's up. So, dann auf Pauschen ist das euer scheiß Ernst. Naja. Komm! Ja, muss ich halt vergiftet zum Arena-Leiter. Another one who got through the gym through luck. What joy, I'm starting to regret making this gym. Anyway, blah blah, I'm Thor, I train poison types, and I'm going to kick your ass, etc., etc. Just send out your first Pokemon so we can get this over with. Halt auf Battlefront hier Musik. Und der hat einen Shiny Nidoking. Alter, ich liebe Shiny Nidoking von der Farbe her. Alter, Mega Lucario sieht einfach aus wie ein Monster. Trotzdem ist er langsamer als Crobat. Aber ohne Scheiß, so, der sieht halt echt aus wie so ein Monster gerade. Da. Das ist Battlefront hier und so habe ich nie. Habe ich zwar in Oras versucht, ne?
Ich habe sowas versucht, weil ich glaube, in meinem Alpha Saphir Let's Play wollte ich damals, glaube ich, den zweiten Kampf, den Kampf dort gegen Heiko zeigen, wo man eine bestimmte Anzahl an Kämpfe hintereinander geschafft haben muss. Ich wollte diese Kämpfe im Let's Play zeigen. Ich habe es nicht geschafft. Da jeder im Team vergiftet außer Schlagsahne. Flamethrower überlebt da aber. Komm, ich geh raus. Nichts gegen Lucario, aber ich muss raus. Selbst wenn er vom Angriff ein Monster ist, ne? Bringt ihm das so nicht viel. Schade, dass Carbonat die Mega-Entwicklung nicht machen kann. Ich hätte den halt auch sehr gerne mega entwickelt. Hätte ich Stab auf Rachenklau gehabt. Ah, stimmt. Der hat ja Flammenwurf, habe ich komplett vergessen. Alter, warum macht er so viel Schaden mit Flammenwurf? Kann doch nicht sein. Stimmt, die Überreste, die dürfen auch nicht fehlen. Komm, kann ich ja gerade riskieren, Draco Meteor. Zwischen Free Turn zum Switchen. Simulator nimmst du aber. Irgendwas muss ich machen. Der wird jetzt eh heilen. Ich glaube, ich werde ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Flammenwurf. Weil das mit Your Force Weak habe ich noch nie gelesen, ne? Ich glaube, das sagen die ab und zu. Das habe ich aber in dem Let's Play, glaube ich, noch gar nicht gesehen. War klar. Nebenbei, ich weiß, dieses Theme wurde später auch noch in Hardcore Soul Silver, Diamant, Perl, Platin, dort auch für Battlefront hier remixed. Später kam es dann auch in XY Oras vor. Gegen, ja, die seltsamen Typen. Die kann man aber nicht wirklich Battlefront hier nennen. Die haben aber auch dieses Theme remixed. Yo King. Ja, ohne Scheiß, ich hätte auch liebend gerne Mega Sumpix gesehen. So, ja, ey, ich denke die ganze Zeit, dass ich das bin. Die Gegner, der kann selbstverständlich auch Erdbeben. Critical Hit. Dafür, dass das letzte, dass Smogmog so lange gedauert hat, ist das gut, dass der so schnell ging. Gengar. Das ist ein Job für Zoroark. Wäre auch einer für Frosedi gewesen. Frosedi ist aber tot. Ich denke schon, dass ich schneller bin als Gengar. Wenigstens kann er mich nicht einschläfern, das ist das Gute. Aber ursprünglich mag das Film. Ja, ganz ehrlich, ich hab zwar
in den letzten 2 Jahren so ungefähr nicht viel Pokémon gespielt, aber heute, da wurde von so einem YouTuber, ne, so Pixely, keine Ahnung, ob ihr den kennt, wurde halt ein Video hochgeladen mit allen Pokémon-Intros. Ich habe mir das angesehen und dachte mir, Alter, die Intros, die sind schon geil, ne? Obwohl die ab 2007 irgendwie scheiße waren, obwohl die so Ultra und Ultramon sogar richtig geile Visuals hatten für 3DS-Verhältnisse, ne? Die Intros. Die waren aber so cool, keine Ahnung, XY war auch so seltsam. Warum outspeedet alles Osman? Warum macht das so viel Schaden? So, keine Ahnung, was ist noch da? Wir sind gleich Mitternacht, Bruder. Und ich wollte noch Sword Art Online schauen. Dieser Floor, natürlich. Sein letztes Pokémon aber. Auf jeden Fall cooler erster Arena-Leiter im Rancor, ne? Darf man schon mal festhalten. Die Arena war mal was Neues, richtig interessant. Und auch der Kampf, der war schon knackig. Also, der Arena-Leiter war sehr solide. Wo ich Bisafloss ja den einen Arena-Leiter, den wir schon kennen, auch nicht mehr sehen kann, aber Bisafloss ist gar nicht so schlimm. Für Überleben wird es höchstwahrscheinlich nicht. Muss auf Full Restore gehen. Geht er auch auf Trank? Ja. Ich war mir nicht sicher, ob er schon in der Range ist, aber ja, da ist er. Trotz Überreste. Ich glaube, man muss auch die Mega-Entwicklung da an sich holen, bevor dass man die Arena kann, oder? Und Alter, die sieht halt, oh mein Gott, halt, das ist viel hoch. Ach, come on! Vor allem, seht euch das an, wie viel er sich da heilt. Nur mit Leech Seed. Alter. Was ist mit der Musik los? Gigasauger. Ja, komm, heil dich doch gleich voll. Ich will nicht, dass der Part zu lang geht, ne? Mach mal Erdbeben. Musik hört sich nur halb so geil an, wenn sie so gespeedet. Und ich denke, wir haben es gleich. Hoffentlich haben wir es gleich. Ich weiß gar nicht, was diese Spornattacke ist, aber ich hoffe, sie trifft nicht immer. Na, seht ihr, der ist jetzt schon wieder über die Hälfte. Es waren 2 Runden. Und er ist von fast tot auf das hier gekommen. Sind jetzt schon nach Mitternacht, will ich anmerken.
Und ich spiele Pokémon Glazed. Und habe nichts Besseres in meinem Leben zu tun. Und wenn der trifft einfach schon wieder. Ich werde mal schneiden, Leute. Bis gleich.